Herzlich willkommen in Wuppertal. Mein Name ist Dr. Eduard Karsten und in diesem Video rede ich über die Hämorrhoiden. Hämorrhoidalleiden ist ein sehr komplexes Thema. Deswegen haben wir uns entschlossen, mehrere kleine Videos zu machen, wo wir das separate Thema einfach ansprechen. Das heißt, was sind eigentlich die Hämorrhoidalknoten oder Hämorrhoiden? Wozu sind die überhaupt da? Wie kommt es dazu, dass die Patienten Hämorrhoidalbeschwerden haben? Im zweiten Video sprechen wir über die Symptome, wie äußern sich eigentlich vergrößerte oder symptomatische Hämorrhoiden und wie diagnostiziert man das und worauf man bei dieser Diagnostik achten muss. Und im dritten Video sprechen wir über die Möglichkeiten der Therapien. Und hier kommt die kurze Zusammenfassung. Hämorrhoidalknoten sind Gefäßpolster im After. Das sind tatsächlich Gefäßpolster, die auch Zuflüsse aus dem venösen und arteriellen Blutsystem haben. Die haben eine ganz wichtige Funktion. Und zwar diese Hämorrhoidalpolster sind wie die Gummidichtung am Fenster. Die sind dazu da, um Enddarm luftdicht abzudichten. Und die vergrößerten Hämorrhoiden oder Hämorrhoidalknoten führen zu den typischen hämorrhoidalen Problemen. Die typischen Symptome sind Blutungen, meistens helle Blutungen, aber auch Juckreizbrennen und manchmal so Druckgefühle oder Schmerzen können die typischen Hämorrhoidalsymptome sein. Natürlich muss man, wenn man solche Symptome hat, auch andere Erkrankungen ausschließen, insbesondere Darmkrebs. Hier finden Sie entsprechende Playlists zu diesem Thema. Es gibt verschiedene Methoden, Hämorrhoiden zu behandeln. Also wichtig ist natürlich, dass in jedem Stadium man eine sogenannte Basistherapie durchführt. Und das beinhaltet Stuhlregulation mit Ziel eines weich geformten Stuhls und Erhöhung des Stuhlvolumens, körperliche Bewegung, Gewichtsreduktion und genügend Trinken. Ansonsten gibt es die Möglichkeit einer Salbenbehandlung oder Sitzbäder, die die Symptome lindern können, Verödungstherapie, Gummibandabbindungen oder eine Hämorrhoidenoperation. Das nächste Video finden Sie in dieser Playlist. Es geht um die Entstehung des Hämorrhoidalleidens und hier können Sie meinen Kanal abonnieren. Vielen Dank, dass Sie mich angeschaut haben. Ihr Dr. Eduard Karsten.